Was tun nach dem Abi? Willkommen zurück, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute sprechen wir über das Thema Nummer 1 nach dem Abi und zwar, was soll ich nach dem Abitur überhaupt tun? Das ist eine Frage, die ich ganz, ganz oft von euch bekomme, die ich unbedingt auch in so einem Video beantworten möchte und was mir ganz wichtig ist, ist, dass die folgenden Tipps, es ist kein Tipps, es ist im Prinzip eine Abfolge an Handlungen, also wirklich ein Schritt-für-Schritt-Plan, der dich wirklich weiterbringt. Weil ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Videos zu dem Thema, aber ich will wirklich ein Video machen, wo ihr fangt ganz am Anfang an, ihr schaut es komplett durch und wisst am Ende ganz konkret, was ihr zu tun habt, könnt die Struktur ganz klar nachverfolgen und werdet am Ende auch mit den Dingen versorgt, die euch dann noch weiterbringen. Und deswegen lasst uns direkt reinstarten. Also auch wenn es im ersten Moment mal gar nichts mit Weiterkommen zu tun hat und auch wenn es eine Sache war, die ich letztes Jahr nach meinem Abitur selbst nicht geglaubt habe, die ich aber rückblickend vielleicht anders gemacht hätte. Und zwar, nehmt euch nach dem Abi erstmal die Zeit zu genießen. Ich weiß, dass du vielleicht schnell weiterkommen willst im Leben oder was erreichen und so weiter. Aber trotzdem, nimm dir auf jeden Fall mal 2 Wochen. 2 Wochen nach der letzten mündlichen Abiturprüfung, 2 Wochen nach der Notübergabe oder dann, wenn du wirklich sagst, okay, jetzt ist für mich das Abitur rum. Nimm dir 2 Wochen, gib dir gar keine Regel, keine Routine, keine Produktivität, kein Zeitmanagement, niente. Du lebst einfach nur in den Tag hinein, machst das, worauf du Bock hast. Lässt dir im Idealfall auch von deinen Eltern nichts erzählen, was du machen solltest oder von deinen Freunden. Du machst einfach nur 2 Wochen das, wonach dir selbst ist. Das dient zum einen erstmal dazu, dass du einfach diese Zeit natürlich genießt. Klar, ganz wichtig, ist eine richtig, richtig coole Phase. Total einzigartig auch im Leben, deswegen nimm es auf jeden Fall mit, sonst wirst du es vielleicht bereuen. Auf der anderen Seite aber vor allem, du wirst mal merken, zu welchen Dingen du automatisch tendierst, wenn du dir nicht sagst, ganz wichtig, wenn du dir nicht sagst, was du tun solltest. Das ist ganz entscheidend. Wir machen in unserem Leben, vor allem in der Schule, immer Dinge, ganz, ganz viele Dinge sind ganz produktiv und ganz toll. Aber nur, weil wir sie machen müssen, damit wir dann eine gute Note bekommen. Weil uns die Gesellschaft auch sagt, dass wir gute Noten bekommen müssen. Aber was passiert, wenn du wirklich mal dir keine Regeln setzt, für 2 Wochen, von mir ist auch für 1 Monat, machst du, wie es für dich am richtigsten sich anfühlt. Am richtigsten, gibt keinen Sinn. Aber das macht dir einen Zeitrahmen, wie es für dich passt. Und dann schau mal, was machst du automatisch? Und dann wirst du merken, vielleicht hast du ja wirklich schon einfach Vorlieben, die du automatisch machst. Wozu du keine Regel brauchst, dass du sie machst, sondern du machst sie automatisch. Wenn das dann schon eine Sache ist, die dir Spaß macht, die auch langfristig sinnvoll ist, die vielleicht auch anderen Menschen hilft, mit der du auch Geld verdienen kannst und mit der Geldverdienen-Sache, kann ich auch mal noch mal ein Video dazu machen, sei da kreativ. Nur weil es keinen Job dafür gibt, heißt nicht damit, dass du damit kein Geld verdienen kannst. Du kannst theoretisch einfach einen YouTube-Channel aufmachen oder so, ja. Deswegen, schau, zu was tendierst du da natürlich? Das kann dir beispielsweise in der ganzen Frage, was will ich mal später in meinem Leben werden, schon richtig, 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 richtig viel bringen. Und diese ganze Anfangsphase, dieses ganze genieß mal die Zeit, dient drittens noch einer so viel entscheidenderen Sache. Und zwar, dass du deinen Kopf einfach mal entleerst von dem ganzen Bullshit, den du die letzten 12 Jahre mitgemacht hast. Ich sage nicht, dass die Schule komplett Bullshit ist, meine ich nicht. Aber du wurdest dein... In der Schule wirst du die ganze Zeit von Klausur zu Klausur, von Ferien zu Ferien, von Schulstunde zu Schulstunde immer so weitergetrieben. Und jetzt ist es wichtig, dass du mal realisierst, dass im Leben treibt dich nichts weiter. Klar, wenn du wieder ins Studium gehst, hast du wieder Klausurtermine und so weiter. Aber grundsätzlich in deinem Leben gibt es keine Deadlines. Die Deadlines erschaffst du dir immer selbst. Und wenn du es da mal schaffst, rauszugehen aus dem Ganzen und wirklich, okay, wow, eigentlich steht die Zeit still. Also sie steht nicht still, aber... Es gibt nichts, was dieses, ich muss jetzt bis da und da das und das haben. Das gibt's eigentlich nicht. Und da mal rauszukommen, diese ganzen Stress und so weiter aus deinem Kopf mal rauszulöschen, diesen ganzen Druck, und sich dann zu überlegen, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und dann überleg dir nicht schon in diesen 2 Wochen oder in diesem Monat, was du schon machen willst. Mach dir darüber gar keine Gedanken. Bau so das Fundament, dass du dir dann Gedanken machst, was du wirklich möchtest. Du kannst in dieser Anfangsphase, kannst du gerne auch in Urlaub fahren, mach alles mögliche, okay, feier und so weiter. Aber wenn diese Phase rum ist für dich, setz dir da auch bitte eine Deadline am besten, dann mach gleich am nächsten Tag folgende Sache. Du gehst ganz alleine
an einen Ort, an dem du nicht gestört wirst. Das kann auch dein Zimmer sein, kann der Keller sein, kann auch irgendwo in der Natur sein, was weiß ich. Irgendwo, wo du alleine konzentriert sitzen kannst, dich niemand stört und du auch nicht die ganze Zeit, keine Ahnung, noch was essen musst und so weiter. Also wirklich Fokus auf dich selbst. Du nimmst dir Papier, du nimmst dir einen Stift und dann schreibst du dir auf, was du in deinem Leben wirklich möchtest. Was möchtest du wirklich in deinem Leben? Ich werde auch, wenn ihr das wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, werde ich auch dazu nochmal ein Video machen, was für Methoden es da gibt, wie man mit Stift und Zettel wirklich es schafft, sein Traumleben auszuarbeiten. Können wir gerne auch machen. Aber das Wichtigste ist, dass du es überhaupt mal probierst, dass du es für dich selber auch in deiner Art und Weise machst und dass du dann wirklich auch es für dich selber machst. Nicht die ganze Zeit deine Freunde fragst, oh, was macht ihr, was macht ihr? So dass du dich wirklich selbst, nur du, selbst mit dir auseinandersetzt. Und du im Prinzip diese Frage in deinem Kopf ganz aktiv stimulierst. Wirklich mal konkret eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie es für euch sinnvoll ist. Dass du da wirklich mal reingehst, okay, was möchte ich? Was ist mir in meinem Leben wichtig? Wie möchte ich wohnen? Was ist mir an meinem Beruf wichtig? Was ist mir an den Menschen um mich herum wichtig? Was ist mir an mir selbst wichtig? Was möchte ich in Sachen Körper erreichen? Was möchte ich im Bereich Beziehungen haben? Was möchte ich finanziell haben? All diese Fragen einfach mal konkret im Kopf zu stimulieren und wirklich sagen, okay, was will ich? Wenn da eine konkrete Antwort rauskommt, beste, okay, absolut beste. Wenn nicht, und das soll jetzt nicht gleich, ganz wichtig, weil es jetzt schon kommt, wenn ich jetzt sage, wenn da nichts rauskommt, ist auch in Ordnung, dann geht ihr nicht mit der notwendigen Intensität in die ganze Sache rein. Ihr sollt, also das Ziel ist absolut, dass da was rauskommt. Da muss was rauskommen. Da muss was rauskommen. Da muss was rauskommen. Sollte aber trotzdem nichts rauskommen, okay? Sollte trotzdem nicht rauskommen. Dann ist das auch in Ordnung. Das Entscheidende ist, dass du diese ganze Frage mal stimuliert hast, du dir im Kopf selbst diese Fragen gestellt hast. Weil unser Kopf ist wie, unser Gehirn ist wie eine Zielsuchermaschine. Wenn du mal ein Ziel eingegeben hast, wird dein Kopf eine Lösung dafür finden. Ja? Da kann dann auch, wenn du das quasi losschickst mit der Frage, wie soll mein Leben später mal aussehen, dann hat dein Gehirn das. Und vielleicht schlägt dein Gehirn nicht sofort wie die Rakete mit einer Lösung ein, sondern es sind ein paar Umwege und du musst noch ein paar Fragen stellen, es dauert noch ein bisschen, aber du wirst immer in deinem Leben dir fragen, okay, was will ich eigentlich, 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 und dann wirst du irgendwann das Ganze finden. Solltest du dann wirklich schon einige Dinge oder im Idealfall das Wichtigste konkret wissen, was du mal in deinem Leben möchtest, dann mach dir einen Plan. Du hast hier dein Ziel, deine Vision und brichst das Ganze dann runter. Auch dazu, zu dem Runterbrechen, wie man quasi die nächsten 5 Jahre, seine nächsten 20 Jahre plant, kann ich auch gerne ein Video machen. Wie gesagt, immer schreibt mir eure Video-Vorschläge, die ihr unbedingt haben wollt, in die Kommentare. Können wir gleich innerhalb von 3, 4, 5 Tagen drauf eingehen, kein Problem. Dass du dann wirklich dir ein Ziel hast, du hast wirklich einen Plan, es beinhaltet all deine Lebensbereiche. Wenn du das hast, top. Wenn du das dann auch wirklich vor dir hast, kannst du im Prinzip, straight nachdem du diesen Plan entworfen hast, sofort in die Umsetzung anfangen. Wenn du aber nichts Konkretes rausbekommen hast, vollkommen in Ordnung, vollkommen in Ordnung, dann kannst du danach einmal sozusagen diese Sache konkret stimulieren, dir einmal diese Frage stellen, einmal diese Zielsucherrakete aktivieren und dann geh mal weg von dem Ganzen. Mach dir nicht sofort den Stress, oh fuck, ich muss aber wissen, was ich mal machen will. Das bedeutet, du gehst dann wieder weg. Dann kannst du einfach wieder 2 Wochen chillen. Du kannst auch nur einen Tag chillen. Du kannst reisen. Das macht total Sinn in meinen Augen. Reisen ist eine super Sache. Okay, Reisen ist eine super Sache. Nur kannst du nicht erwarten, dass wenn du einfach mal random 6 Monate nach Australien fährst, dass du dann auf einmal weißt, was du willst. Du musst davor musst du in deiner Zielsuchernavigation eingeben, was du möchtest. Und wenn du einmal dir konkret überlegt hast, okay, was will ich? Und selbst wenn nichts rausgekommen ist und du dann reist, dann werden alle neuen Erfahrungen, die du sammelst, ist nicht einfach nur random eine Ansammlung von Erfahrungen, sondern es sind weitere Bausteine, die dein Kopf und deine Zielsucherrakete dafür verwenden kann, um ans Ziel anzukommen. Dann macht Reisen Sinn. Wenn du gereist bist oder wenn du wieder ein bisschen gechillt hast oder wenn du auch was ganz anderes ausprobiert hast, kann ja auch was in Deutschland sein, einfach was du cool findest, was vielleicht auch gar keinen Sinn macht für deine Zukunft, aber du probierst es einfach mal aus, weil du es spannend findest. Dann kannst du dich wieder an diese Aufgabe setzen. Was möchte ich?
Du bist in der Zeit weiter gereift. Du hattest wieder mehr Abstand von der Schule. Du hast neue Erlebnisse gehabt. Setz dich wieder ran. Versuchst wieder zu stimulieren. Sag wieder, Zielsucherrakete, ich möchte in diese Richtung. Vielleicht kommt dann schon was raus. Wenn es ist, dann kannst du umsetzen. Wenn noch nichts rauskommt, mach wieder was anderes. Reiß, whatever. Diesen Zyklus mit ganz klar diese Zielsetzung stimulieren und dann aber auch wieder vollkommen losgelöst sein, was ganz anderes machen, kannst du im Prinzip unendlich oft wiederholen. Sollst du aber natürlich nicht. Wenn du irgendwann merkst, okay, irgendwie führt mich auch das zu nichts, dann seriously, fang einfach mit irgendeiner Sache an, die du cool findest. Oder fang mit dem Studium an, was vielleicht auch deine Eltern dir raten. Keine Ahnung. Fang einfach mit irgendwas an. Das ist das Wichtigste. Weil erst wenn du mal irgendwas gemacht hast, merkst du, was an dieser Sache, wenn ich sie wirklich tue, nicht nur darüber nachdenke, was ist, wie wäre es, wenn ich das machen würde. Nein, wenn du wirklich die Sache machst, dann merkst du an dieser Sache ganz konkret, okay, die Dinge gefallen mir, die Dinge gefallen mir nicht. Weil du es machst, weil du nicht mehr drüber fantasierst, sondern es ist dann auf einmal deine Realität und du wirst ganz klar merken, was dich anspricht und was nicht. Und auf einmal merkst du, okay, irgendwie würde ich gerne diese Sache machen, nur noch mehr von dem, weniger von dem und vielleicht fallen dir auch noch Dinge ein, die du gerne noch zusätzlich hättest. Und aus diesen Sachen fallen dir dann vielleicht einfach Tätigkeiten ein oder Studiengänge oder was auch immer, die noch mehr deinen Vorlieben entsprechen würden. Und dann kannst du dich mehr in diese Richtung tendieren und weiter weg von den Dingen, die du nicht möchtest. Aber dafür musst du erstmal eine Sache anfangen. Und das bedeutet, egal wie du jetzt den ganzen Prozess durchgegangen bist, am Ende hast du entweder einen konkreten Plan, den du schon umsetzt und straight auf dein Ziel zugehst, oder du machst einfach erstmal irgendeine Sache. Aber das Entscheidende, am Ende von dem ganzen Prozess kommen wir jetzt erstmal ins Handeln. Okay, du machst wirklich was. Und wenn du dann wirklich mal in der Umsetzung bist, empfehle ich dir parallel dazu, ganz intensiv, das ist eine absolute Herzensempfehlung, Persönlichkeitsentwicklung. Was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung? Persönlichkeitsentwicklung bedeutet im Prinzip, dass du versuchst, näher an die beste Version von dir selbst ranzukommen. Das bedeutet, du liest Bücher zum Thema soziale Kommunikation, zum Thema Psychologie, zum Thema Zeitmanagement, zum Thema Produktivität, zum Thema Erfolg allgemein. Du liest einfach alles. Du versuchst dich einfach als Mensch zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und das kannst du auf ganz viele Wege machen. Beispielsweise natürlich, ganz klassisch, wie wir es gerade hier sind, YouTube-Videos. Das können meine sein, können die von anderen Leuten sein. Gibt es ganz, ganz viele tolle Leute auch auf YouTube. Zieht euch die rein und wirklich daily. Schaut keinen Content mehr, der irgendwie und Entertainment ist, sondern wirklich, klar, Leute, alles in Maßen, okay, ganz gechillt. Wenn ihr was machen, wenn ihr irgendeine Serie habt, die ihr mega feiert, schaut ihr an, kein Stress. Aber versucht wirklich vermehrt und möglichst viel Leute zu konsumieren, die ihr inspirierend findet, die ihr als Vorbilder anseht und die euch wirklich weiterbringen. Lest Bücher zu den Themen. Lest Bücher zu den Themen. Ich kann gerne in der Beschreibung, meine Top 3 Bücher oder meine Top 5 Bücher verlinken, mit denen ihr anfangen könnt. Bestellt euch das Buch, lest es an einem Tag durch, lest es in einer Woche durch. Wenn ihr sowieso die Zeit habt, kann komplett euer Leben verändern. Dann hört euch Podcasts an. Podcasts, mega, mega geil, okay? Hörbücher, wenn eure Mutter irgendwie so wie es ich bei uns ist. Meine Mama hat so ein Audible-Abo und ich klaue ihr immer die Guthaben, weil ich mir immer die neuen Erfolgsbücher und so weiter als Hörbuch bestelle. Und dann ist sie immer angepisst, dass sie keine Sachen hat. Sorry, Ma. Sorry. Und ansonsten, Instagram. Hör doch mal auf, den ganzen sinnlosen Leuten zu folgen, die nur Bilder vom Party feiern und sonst was machen, wenn es deine Freunde sind. Ist auch cool, okay? Ist auch cool. Aber folg doch mal vermehrt auch Leuten, die dich irgendwie pushen. Egal, ob das ich bin, ob das Thaddeus Koroma ist, den ich aktuell viel feiere, oder irgendwer anders. Folg diesen Leuten. Folg diesen Leuten. Ganz, ganz entscheidend. Und dann zusätzlich dazu. Sei dir über dein Umfeld bewusst. Ich habe extra vorgestern schon ein Video dazu gemacht. Kriegt ihr gleich hier oben. Klickt es am besten direkt an. Ich werde dazu jetzt nicht mehr so viel sagen, außer dass das Umfeld maximal wichtig ist. In den Videos alles beschrieben, aber dein Umfeld wird deine nächsten 3 Jahre so krass entscheiden und du hast jetzt nach dem Abitur die eine Möglichkeit, die Menschen in deinem Umkreis so krass zu verändern. Deswegen zieh das Video rein, was ich gerade verlinkt habe. Im Abstand bekommt ihr auch nochmal einen geilen Videovorschlag. Und wenn ihr das alles macht, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also wirklich macht, versteht ihr Leute, wirklich macht, nicht nur das Video komplett anschauen und ja und cool, sondern wirklich umsetzt, die Dinge, die ich gesagt habe,
dann werdet ihr in den nächsten 3 Jahren und dafür für den Rest eures Lebens richtig, richtig viel Spaß haben. Ich glaube wie immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.